Der Lindenplatz in Bielefeld. Hier verbrachte eine sehr bekannte Bielefelderin ihre Kindheit. Bekannt ist sie durch ihr lebenslanges soziales Engagement. Ihr Name: Elfriede Eilers. Am 17. Januar 1921 wurde sie hier in Bielefeld geboren. Sie hat Kanal 21 einen Blick gewährt in ihr ereignisreiches Leben. Sie erzählt über ihre Arbeit bei der Jugendfürsorge, über ihr Engagement bei der SPD und ihre Arbeit als stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt. Heute geht es los, im ersten Teil, mit ihrer Kindheit und Jugend. Viel Spaß nun mit Elfriede Eilers. Ein Gespräch sozusagen über ihr Leben, über ihre Zeit, über Bielefeld. Fangen wir chronologisch an. Ihre Herkunft, wo in Bielefeld sind Sie denn geboren? Ja, also ich bin eine wirklich geborene Bielefelderin. Und zwar bin ich am Lehmstich geboren. Und das zweite Kind, was in diesem Gefährt, das ist die erste Siedlung nach dem Ersten Weltkrieg in Bielefeld war, die neu gebaut wurde. Da bin ich also am Lehmstich groß geworden, am Lindenplatz. Ich bin zum Studium zwar weg gewesen, zum Praktika aus Bielefeld raus gewesen, aber an und für sich, mein Zentrum ist immer Bielefeld gewesen, obwohl ich Angebote in andere Bereiche hinein hatte, aber mir liegt die Mentalität hier. Ich bin dann als Kind hier einer Arbeiterfamilie, wie man heute das so lapidar umschreibt, geboren. Meine Mutter ist, eigentlich sollte sie Näherin werden, ihr Vater starb früh und sie musste dann mit der Lehre bei Dieterli aufhören und musste in die Weberei gehen. Mein Vater war Schriftsetzer und legte daher bei mir auf sehr guten Stil, auf sehr viel Ordnung, wie das im grafischen Gewerbe so üblich ist, Wert. Er hat in der Volkswacht gelernt und gearbeitet. Mein Großvater und meine Großeltern haben in der Volkswacht gewohnt, weil mein Großvater mit zu den Initiatoren, könnte man fast sagen, in den 90er Jahren zum organisatorischen und kulturellen Leben der Sozialdemokratischen Partei sehr stark mit beigetragen hat. Der ist übrigens in Bielefeld hängen geblieben, wie man so sagt, als reisender Handwerksgesell. Er war als Polier mit dabei, als die Hünenburg gebaut wurde. Und hat sich dann seine Frau hier in Bielefeld gesucht und ist dadurch hier in Bielefeld geblieben. Und 1898 mit Karl Hoffmann und ich weiß nicht, noch einem Dritten zusammen, zu dritt sind die als erste Sozialdemokraten in den Rat der Stadt Bielefeld eingezogen. Es war wahrscheinlich noch ein bisschen verdächtiger, als es vor 20 Jahren war, als die ersten Grünen irgendwo auftauchten. Da waren diese Revoluzzer, wie der Kaiser und seinen Anhang sie zu nennen, pflegte ja noch mehr dran. Ich bin dann als Einzelkind groß geworden. Aber ich glaube nicht die typischen Merkmale, die man damals Einzelkindern nachsagte. Heute ist ja das Einzelkind fast die Regel. Aber damals war es die Ausnahme, aber dadurch, dass wir in einer Wohngegend wohnten, in der schön zu spielen war, in der man sich gut verstand, habe ich also immer auch Kinder als Umfeld mitgehabt und habe mich sehr wohl gefühlt. Bin dann an der Herforder Straße zur sogenannten Stadtheiderschule gegangen, wo heute Mercedes seine Altwagen verkauft und habe eigentlich eine, wie man so gern sagt, zufrieden und glückliche Kindheit gehabt. Bin früh mit 8 oder 9 Jahren zu den Kinderfreunden gekommen. Das war die unterste Gruppe der Falken- und Arbeiterjugend später im Aufstieg. Und habe dadurch dann nicht etwas gesagt, auch neben dem, dass ich mit meinen Eltern zum Maiumzug ging und dergleichen, auch von Kind her demokratischen Aufbau von Gruppen, Gesprächsführungen dergleichen mitgekriegt. Und ich muss sagen, es war eigentlich eine recht schöne Kindheit, bis ich mit 11 Jahren eine etwas schwierigere Geschichte, eine langwierige Erkrankung, Knochenmarkverheiterung an beiden kriegte, die mich eigentlich auch ein Leben lang etwas gehandicapt hat.
Aber der große Einbruch kam natürlich 1933, als mein Vater, der aufgrund einer Bleivergiftung seinen Beruf hatte nicht mehr ausüben können als Schriftsetzer, die mussten damals noch ihre Buchstaben selbst gießen und kriegten damals schon für die Pause einen halben Liter Milch zu trinken. Das war in der damaligen Zeit durchaus noch nicht üblich, dass man solche gewisse Arbeitsschutzbestimmungen, hätte ich fast gesagt, sonst ausübte. Und mein Vater kam dann 1928 zur AOK als sogenannter Vollzugsbeamter, also Einzieher von Geldern von Unternehmen, die nicht zahlten, und wurde dann 1933, genau wie seine anderen drei Brüder, sie waren fünf gewesen, einer war im Ersten Weltkrieg gefallen, und da mein Großvater schon nicht mehr aus dem Beruf herausgeschmissen werden konnte, er war Ende der 60er Jahre alt, war der Dank der Stadt darin bestehend oder der politisch dann Marodierenden, würde ich fast sagen, dass seine vier Söhne auf der Straße standen. Jeder, der Eilers hieß und aus diesem Zweig kam, war arbeitslos. Und das war in dem Fall, wo ein krankes Kind zu versorgen war, natürlich doppelt schwierig. Denn wo sich niemand mehr daran erinnern kann, wenn wir heute auch von kritischen Situationen, von Versicherungen, ob das Lebens-, Alters- oder Gesundheitssicherung ist. In der Zeit, als ich krank war, von November 1932 bis in die, weit in die Mitte 30er Jahre hinein, wurde das Krankenhaus nur über 6 Wochen bezahlt. Entbindungen wurden nur, wenn sie schwierig waren, im Krankenhaus vollzogen, sonst wurden Hausgeburten vollzogen. All daran erinnert man sich ja natürlich nicht mehr so. Und als nun Arbeitslosigkeit meines Vaters und eine langwierige, über Jahre sich hinziehende Erkrankung bei mir zusammenkam, wurde es natürlich zu Hause sehr eng. Ich esse heute noch nicht gern, wo alle sagen, das ist so gesund. Wie lange wissen wir nicht, dass es noch gesagt wird? Hühnerfleisch oder Geflügel überhaupt und Kaninchen. Denn wir haben uns von 19, da, abgesehen davon, dass mein Vater Kaninchen aus Zuchtgründen schon in den N20er Jahren gehalten hat, aber von 1933 bis 1849 war unsere Ernährungsbasis Geflügel und Kaninchen. Ich kann Ihnen sagen, wie Leberwurst von Kaninchen gemacht wird und Sülze. Das hat man alles mitgekriegt. Das war also keine Mangelsache in dem Sinn, dass man am Hungertuch nagt. Aber es waren so viele Einschränkungen, damit im materiellen Bereich, aber vor allen Dingen im geistigen Bereich verbunden. Wenn ich daran denke, dass man nur einen beschränkten Freundeskreis noch hatte, dem man vertraute, mit dem man offen über bestimmte Probleme sprach, dass es bestimmte Freundeskreise gab, die in der Senne ihr Wochenendhaus hatten oder sich suchten. Arthur Ladebeck zum Beispiel, der von meinem Vater manchmal mit Freunden besucht wurde, oder andere, das alte Gelände von Neuland, da stand eine Baracke drauf, in der Zeit, als wir das Gelände weiter vom Bauern gepachtet hatten, dann Leute wohnten. Das war so ein Stück innere Immigration, könnte man sagen. Da ist man doch einsamer und auch misstrauischer anderen gegenüber gewesen, sich zu unterhalten und mit ihnen zu leben. Das habe ich alles sehr bewusst von zu Hause her mitgekriegt und wurde dadurch natürlich auch anders geprägt als ein Kind, das eine, jetzt sage ich mal, politisch unbeschwerte Kindheit vor sich hatte oder sogar vielleicht stolz war, in BDM oder sonst was einbezogen worden zu sein. Das war das einzig Gute vielleicht an meiner Beinerkrankung, dass man
dadurch sich dem BDM und dem sogenannten Diensten entziehen konnte. Im Bielefelder Jargon hieß das dann immer so im familiären, ironischen Ton, Elfriede kann ich wegen ihr Bein. Das war dann also die Möglichkeit, mit der ich würde nicht diejenige sein, die sagt, ah, die anderen waren drin, aber man war so stark, sondern man hatte einen Bogen, mit dem man solche Situationen umgehen konnte, die in die anderen automatisch reingeschlittert sind. Ich habe dann außer der Real, der Luisenschule, die ich mit der mittleren Reife verlassen hätte, habe ich denn noch ein Stipendium von einem Jahr dazu gekriegt. Übrigens, die Schule ist auch im Stipendium gewesen, nachdem mein Vater arbeitslos war und meine Mutter mich abmelden wollte von der Schule, hat der damalige, ein alter deutscher Nationaler, Rektor Delbrügge, hat der gesagt, Frau Eilers, hier wird so hin und wieder einer mit durchgezogen, ihre Tochter braucht kein Schulgeld zu zahlen. So habe ich diesen schmaleren, zwar aber immerhin den Bildungsweg weitergehen können und habe obendrauf gesetzt sogar noch ein Jahr, ob man das jetzt Hausfrauenklasse, Frauenfachschule nennt, gekriegt und zum Schluss sogar noch eine materielle Belobigung. Das war also in der Hinsicht schon, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es Anerkennung meiner Tätigkeit oder ob es auch das soziale Umfeld war, das man mit einbeziehen wollte und schützen wollte. Mein Vater hat mich nicht mit Samthandschuhen angefasst. Er hat gesagt, du immer, du hast jetzt die mittlere Reife, du bist jetzt 17 Jahre alt nach diesem noch aufgestockten Jahr. Da bist du alt genug, dass du dir selbst eine Lehre suchst. Und das war auch 1938 gar nicht so einfach, wie man sich das heute vorstellt. Da konnte niemand seinen Wunschberuf nur nachgehen, sondern da ging es auch schon nach den Notwendigkeiten. Da wurde zum Beispiel im Textilbereich weniger eingestellt als im Metallbereich. Das war schon, wenn es auch den Leuten noch nicht bewusst war, ein Hinzielen auf Rüstung, auf Ausrüstung und Aufrüstung. Und ich habe also, meine Idealvorstellung wäre gewesen, im Buchhandel zu lernen. Aber dafür hätte man ja wahrscheinlich das Abitur haben müssen. Und es wäre auch sowieso bei der geringen Zahl, Bielefeld hatte ja noch nicht die Größe und Ausmaß und den Anspruch durch Universität wie heute, wäre das schlechter möglich gewesen. Und hat mein Großvater mich eines Tages an die Hand genommen. Und der ist dann mit mir losgegangen. Ein, zwei Betriebe haben mir nicht so gefallen, weil die was mit Metall zu tun hatten. Mochte ich einfach nicht riechen, dieses Öl und Metall. Und dann ist er zu mir zum alten Herrn Katz. Das war der Besitzer von Alsberg, einem jüdischen Unternehmen, später Opitz. Und da habe ich dann nicht nur kaufmännisch gelernt, sondern auch diese ganze Umwandlung von jüdischem Besitz in deutsches Kapital mitgekriegt. Wie wir vom Stempeln der Formulare bis hin zu neuem Personal. Viele waren mit einem Mal nicht mehr da, die vorher da gewesen waren. Wir haben von diesem hohen, damals relativ hohen Gebäude am Jahnplatz her sehr deutlich zum Beispiel mit jüdischen Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen oder Halbjuden zusammen die Synagoge brennen sehen, was auch emotionell ganz anders war, als wenn man in einem Stadtteil wohnt, wo niemand vielleicht davon Kenntnis kriegt. Das hat dann doch sehr geprägt. Aber ich habe dort die Chance gehabt, die damals gar noch nicht so ohne weiteres da war, an einer Buchungsmaschine zu arbeiten. Denn meistens gab es kleinere elektrische Maschinen, aber eine elektrische Buchungsmaschine habe ich da kennengelernt. Sie waren auch relativ selten. Aber ich wusste, dass man in der Bilanzbuchhaltung der Stadtwerke auch die hatte.
Und mir war sehr bald klar geworden, dass es zwar gut bei Opitz zu arbeiten war, bei Alsberg Opitz, aber dass im Einzelhandel die Tarife die niedrigsten waren. Und ich habe dann gedacht, lieber woanders hin, aber eingeengt, dann inzwischen schon Kriegszeit, war es natürlich so, dass man entweder in die Versorgungsindustrie oder in die Rüstungsindustrie musste. Man konnte nicht mehr den Arbeitsplatz frei wählen und da am Lehmstich zu wohnen und die Stadtwerke vor der Tür zu haben praktisch, war natürlich sehr reizvoll für mich, mich dort zu bewerben. Das habe ich dann auch gemacht und die Chance hat wirklich nur, hatte ich in meinem Zeugnis allein wahrscheinlich auch darin mit und in der Rarität, will ich mal sagen, eine Frau als Bilanzbuchhalterin zu haben und auch die die Maschine beherrschen konnte, sondern darin, dass die Männer auch in diesen kaufmännischen Zweigen Soldat wurden. Aber ich bin, solange ich da gewesen bin, und ich bin bis 49 bei den Stadtwerken gewesen, war es so, dass ich die einzige Frau in der Buchhaltung gewesen bin. Als die Männer zurückkamen, kamen die wieder an ihre Plätze. Und ich habe vielleicht einmal einen richtigen Entschluss gefasst, ohne es bewusst zu wissen. Ich war 3 Tage da, nur um mal die Situation von Frauen zu kennzeichnen, auch im Beruf. Dann hieß es, ach, Fräulein Eilers, Sie können doch Stenografie. Würden Sie sich mal gerade an die Maschine setzen? Ich hatte schon mit 15 Jahren, das war damals so üblich, dass man dann Stenokurs machte, konnte man abends vor allen Dingen auch mal 2-mal in der Woche durch die Stadt flitzen. Das war also auch noch ein Nebenprodukt. Aber ich weiß nicht, wer mir das eingegeben hat oder wie ich darauf gekommen bin, als ich gefragt wurde, setzen Sie sich doch bitte an die Schreibmaschine oder haben Sie einen Stenoblock da? Da habe ich gesagt, Stenografie kann ich nicht. Ich muss wohl instinktiv gemerkt haben, wenn du das machst, dann bist du ja das Mädchen für alles und nicht in gleicher Position wie die Kollegen. Ich bin nie mehr darauf angesprochen worden. Wir haben unsere gleichberechtigte Arbeit miteinander gemacht. Ja, über Kriegszeit brauchen wir nicht lange zu reden. Da ist oft drüber geschrieben und einige haben es ja auch noch voll erlebt, dass sie nur im Trainingsanzug geschlafen haben und fast damit am anderen Morgen schon wieder zur Arbeit gingen. Wenn man um 10:30 wusste, man, da kommen sie eingeflogen, um nach Berlin oder sonst wohin zu fahren, fliegen. Und bei uns hat es seltener gekracht in den ersten Jahren. Es fielen schon mal auf dem Rückweg, der dann morgens um 3, 4 wieder mit Alarm angekündigt war, so verlorene Bomben. Wenn die Maschine nicht ganz leer gewesen war, dann wurde die eben unterwegs, wurde die entsorgt. Dadurch hat man natürlich auch einzustecken gelernt. Ich hätte fast gesagt, morgens um 6 raus und abends um 9 ins Bett. Allerdings, das stimmt nicht ganz bei uns, das habe ich nicht erwähnt. Nach 1933 wurden sehr stark auch ausländische Sender ausgebaut, um deutsche mit sogenannten neutralen Nachrichten, wir wissen heute überall, neutrale Nachrichten gibt es nicht. Aber immerhin, wir haben zuerst Radio Luxemburg gehört. Mein Vater hat mit einem Freund noch zusammen sich und auf dessen Adresse gehend die Basler Nationalzeitung gehalten, um noch neutralere Nachrichten reinzubekommen. Und dann wurde Radio Moskau aufgebaut, bei dem man natürlich wusste, dass er politisch gefärbt war. Und dann, ich kann die Jahreszahl nicht nennen, aber ich glaube, dass es 34, 35 gewesen sein muss, hatte der BBC seinen Sender aufgebaut, von dem man sagen konnte, dass er eigentlich doch sehr objektiv und wir haben es so angenommen und ich glaube, dass Geschichtsschreibung es auch belegt, so gehandelt hat. Und von da an bin ich eigentlich für meinen Vater. Und die Beziehung zwischen Vater und Töchtern ist ja meistens etwas enger als zur Mutter, genau wie das in umgekehrter Folge oft der Fall ist.
wurde ich von dem mit einmal als erwachsen angesehen. Und dann hieß es nicht mehr um 9 Uhr ins Bett, sondern, ach, bleib mal noch eine Stunde auf, um 10 Uhr kommen die Nachrichten. Und dann kam dieses berühmte Zeichen, das heute ja manchmal noch ertönt, das Klopfzeichen, bum, 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 der Engländer. Und man hat den Nachrichten gehört, natürlich auch unter, mein Vater war schwerhörig, aber wir hatten Gott sei Dank Doppelfenster. Man musste immer vorsichtig sein. Es gab ja auch so Karikaturen an den Wänden, so Feind hört mit und dergleichen. Aber nach 1945, nachdem der Krieg zu Ende war, war es für mich ganz selbstverständlich, politisch, genau wie meine Eltern, mit einzusteigen. Ich habe hinterher manchmal überlegt, aber ich würde es wahrscheinlich nicht anders gemacht haben, wenn ich Kinder hätte. Ich habe damals überlegt, ist es richtig, dass man so stark gebunden politisch sich erzogen wird, oder sollte man mehr Spielraum für sich selbst haben? Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn nicht gehabt habe, dass ich diesen Weg so geradlinig gehen konnte, obwohl ich dann auch Hochachtung vor denen gekriegt habe, die politisch nicht meiner Meinung, die eine sozialdemokratische war, waren, sondern die sich über den Umweg, was weiß ich, von christlicher Arbeitnehmerschaft oder über irgendwelche Handlungsgehilfen, Gewerkschaften oder sonst was auf den Spuren der SPD nachher bewegen konnten, ganz besonders nach dem Godesberger Programm, habe ich doch gesehen, es muss nicht reingeboren sein, sondern es ist vielleicht wichtiger, sich zu einem Standpunkt selbst durchringen zu müssen. Und diese Nachkriegszeit hat natürlich mein privates Leben sehr stark verändert. Manche Freundschaften, die ich vorher gepflegt hatte, sind dabei verarmt und andere neu gewachsen. Aber vor allen Dingen habe ich dann festgestellt, als ich erst in die Jugendarbeit gegangen bin, ich bin bei den Falken angefangen, den Aufbau mitzubetreiben. Und wenn ich den Namen Helmut Wulfmeier, der leider schon verstorben ist, oder Heinz Hunger nenne, der viele Jahre Landtagsabgeordnete war, Jupp Denzer, mit den einen bin ich zusammen Juso gewesen, was niemand von jungen Leuten heute mehr erwarten kann, dass man das auch mal war. Bei anderen ist es eben so, dass man diesen Kindheitsweg dann hat mitbestimmen können. Und das hat mich dann mehr interessiert als mein eigener Beruf bei den Stadtwerken. Und ich habe dann sehr wohl überlegt, dass das Leben ja nicht nur aus Arbeit, um Geld zu verdienen und damit nachher Freizeit zufrieden zu gestalten sein kann, sondern dass Arbeit und Beruf etwas sein muss, was an sich Freude macht. Und so habe ich dann überlegt, über diese Jugendarbeit hinweg und die politische Arbeit, natürlich auch beraten von guten Bekannten, noch einmal ein Studium anzufangen. Und ich bin dann in die Sozialarbeit gegangen, habe in Karlsruhe und Mannheim mein Studium gemacht und bin dann hier nach Bielefeld zurückgekommen. Hatte einige Angebote relativ früh, vielleicht auch ein kleines Jugendamt in Mettmann zu übernehmen oder irgendwo im Aachener Raum noch. Aber diese von mir eingangs genannte Verbundenheit mit diesem westfälischen Raum und seiner doch anderen Mentalität, die für mich immer noch verlässlicher ist, und viele Freunde, die hierher kommen und mit der Arbeiterwohlfahrt oder mit mir persönlich zu tun haben, die sagen, das ist ein anderer Schlag. Und da bin ich immer stolz darauf, dass man, und ich habe das dann an meinem Geburtstag so ausgedrückt, wenn man mich fragt, kurz, was ist Bielefeld? Dann sage ich, das müsst ihr aber auch so aussprechen. Bielefeld ist solide. Und das unterscheidet es vielleicht von manchen anderen, das hat ja nichts mit Qualität zu tun, sondern mit Mentalität.
Aber wenn ein Rheinländer sagt, hallo, ja, und wir treffen uns dann und dann, dann macht der Westfale das Datum fest, um damit auch sein Versprechen einholen zu erhalten zu können. Das sind so für mich die Unterschiede gewesen. Und ja, bis dahin hätte ich fast gesagt, habe ich meinen Weg, den beruflichen und nachher den, der wirklich Berufung geworden ist, bei der Arbeiterwohlfahrt tätig, bei der Stadt Bielefeld im Jugendamt tätig, der mich dann letztlich durch diese Aktivitäten und den Bekanntheitsgrad und den Vertrauensvorschuss vielleicht auch, den ich gekriegt habe, in die Politik gebracht hat und mir dadurch ein sehr erfülltes Leben